Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilantisch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es um den Great Vault, beziehungsweise wir wollen nicht nur einen Vault aufmachen, sondern wieder zwei Stück, wie letztes Mal auch. Und anfangen tun wir jetzt hier mit meinem Main. Mit dem bin ich zwar jetzt nicht krass im Endgame unterwegs aktuell, weil ich hauptsächlich am Collecten bin, aber ein bisschen was habe ich trotzdem gemacht. Und zwar, um meinen Questfortschritt hier weiter voranzutreiben, bin ich einmal durch den Normal-Mode durchgeflitzt. Und jetzt gucken wir mal, was wir Schönes drin haben. Also ich habe einmal einen Hals drin mit Mastery und Tempo. Das ist auf jeden Fall nichts, was ich brauchen kann. Dann habe ich eine Taille drin mit Crit und Tempo. Die wäre so halbwegs interessant. Und dann habe ich noch einen Rücken drin, auch mit Crit. Ach nee, das ist Crit Versa und der hat auch Crit Versa. Ich rede schon hier verwirrt von Tempo. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ja gut, der Umhang, der lohnt sich eigentlich nicht wirklich, ne? Also mein Alter ist da schon besser, weil der noch einen Proc mit drauf hat. Hat sogar noch aktuell noch höheres Item-Level. Klar, ich kann es upgraden. Den Gürtel, da habe ich einen gecrafteten von letzter Season mit einem Effekt drauf. Wobei, das mit dem Effekt ist eigentlich relativ wurscht, weil das kann ich auch woanders drauf craften. Ich würde sagen, wir nehmen den Gürtel. Ist jetzt irgendwie nicht sonderlich toller Loot. Ich habe so ein bisschen drauf gehofft, dass ich dementsprechend ein Setteil rauskriege. Aber naja, sollte nicht sein. Nehmen wir das Ding. Bringt mir zumindest noch einen T-Mog mehr und ja, dann können wir gucken. So, heißt, das können wir jetzt gleich schon mal anlegen. Das ist, denke ich mal, besser. Ist das, was ich habe, und dann muss ich mal das Zeug noch umbasteln. Aktuell habe ich erst ein Setteil, was ich aus dem Raid habe. Ich habe noch meine zwei Aufladungen, die ja, glaube ab der Woche gibt, nicht benutzt vom Katalysator, weil ich warte noch ein bisschen. Eventuell spiele ich mit dem PvP und da benutze ich die dann lieber aus PvP-Gear. Aber das muss ich mal noch gucken. Genau. Dann können wir den eigentlich hier schon mal ein bisschen stehen lassen und einmal weiter swappen. Und zwar war ich noch mit dem Parler unterwegs und da habe ich ein bisschen PvP-RBG gespielt. Da brauchen wir ja noch das ein oder andere Set und mal gucken, was der so mit drin hat. Beim Main, wie gesagt, da warte ich jetzt erstmal, bis ich ein paar mehr Katalysator-Charges habe und dann werde ich die ganzen Sachen umwandeln und auch erst dann upgraden. Also ich habe immer noch nicht mein ganzes Gear quasi hoch abgegradet, was man ja mit den Marken machen könnte. Aber wenn ich das halt erst upgrade und dann umwandle, dann kriege ich das LFR-Set nicht, sondern nur das Normal-Set. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ja, auf HC könnte ich wahrscheinlich auch was upgraden, aber da würden mir die HC-Marken wahrscheinlich fehlen. So, mit dem Parler, wie gesagt, war ich ein bisschen PvP unterwegs, da müssten wir auch den ein oder anderen Slot ausgefüllt haben. Und dann gucken wir mal, was wir Schönes drin haben. Oh, Double Trinket. Okay, also das Trinket nehme ich schon mal auf keinen Fall, weil auch hier ist T-Mog King für mich. Heißt, wir nehmen jetzt die Schultern. Crit ist, glaube ich, kein guter Stat gewesen. Den brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, ich brauche Tempo und Mastery. Aber gut, viel Auswahl habe ich jetzt nichts. Die anderen beiden bringen mir eigentlich keinen T-Mog ran. Deswegen würde ich sagen, komm, wir nehmen die Schultern. Die könnte ich dann theoretisch auch in den Katalysator packen. Dann überlegen. Er hat das erste Mal hier diese Quest gemacht, ne? Da gibt es dieses Item. Nicht schlecht. Okay. Wobei, aktuell bringt es mir nichts. Ich fliege dann hoch, glaube ich, wenn ich mir noch ein Teil kaufe. Ich habe schon ein bisschen Eroberungspunkte. Das Cap von letzter Woche, 1900, heißt, da könnte ich mir noch ein Teil kaufen. Ich habe mir jetzt mit Absicht nur nichts gekauft. Schlichtweg deswegen, weil ich ja nicht wusste, welchen Slot ich rauskriege. Warte mal, die Stats sind ja vollkommen wurscht, weil wenn ich es in ein Set-Teil umwandle, dann ist ja eh egal, was vorher drauf war. Gut, dass mir das gerade noch aufgefallen ist. Genau. Dann hat der zumindest auch schon mal einen Teil. Zwei Set-Teile kann ich nur umwandeln. Und ja, mal gucken. Ich denke mal dann spätestens übernächste Woche habe ich dann mein Vierer-Set mit dem. Oder quasi nächste Woche, wenn ich jetzt im Vault was Vernünftiges drin habe. Juti, das war's eigentlich schon. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so im Vault hattet. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.